den neuen Film von Oliver Stone über Edward Snowden natürlich etwas hinter die Kulissen schauen. Das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, wie viele kreative Prozesse dahinter stecken, welch großes Team hier im Hintergrund arbeitet und welche harte Arbeit die Filmschaffenden hier leisten. Es war ja höchste Geheimhaltung, aber nachdem der Film auch bei uns im Hof des Ministeriums gedreht wurde, sind die höchsten Sicherheitsstufen nicht dazu geeignet gewesen, uns nicht doch den einen oder anderen Einblick zu geben. Und deshalb war es für mich sehr, sehr spannend, hier einmal hinter die Kulissen sehen zu dürfen. Heute geht es aber um den Film, heute geht es um den Filmstandort Bayern, heute geht es um das Filmfest und wir unterstützen das ja sehr intensiv. Allein 20 Filmfestivals werden in Bayern unterstützt, aber das absolute Highlight, das absolute Flaggschiff ist natürlich das Münchner Filmfest. Und liebe Frau Jehn, Sie haben es wirklich geschafft, in den vergangenen Jahren hier wirklich die Programmtiefe mit einem tollen Festivalglanz zu vereinen. Dafür mein herzliches Kompliment und herzlichen Dank dafür. Und wir tun auch einiges dazu, lieber Herr Oberbürgermeister und ich bzw. der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München haben als Aufsichtsräte beschlossen, den Etat nochmal zu erhöhen. Letztes Jahr hat ja der Ministerpräsident das Filmfest eröffnet, er hat es gar nicht erwähnt in seiner natürlichen Bescheidenheit. Deshalb tue ich es jetzt und das sage ich auch mit Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Landtags und ich erlaube das auch für die Stadträte zu sagen, weil sie sind diejenigen, die uns die Mittel geben, die Ihnen die Mittel geben, um diesen Etat aufzustocken. Aber ich kann eines auf alle Fälle ergänzen und dazufügen, das Münchner Filmfest ist wirklich jeden Euro wert. Natürlich auch um die internationale Strahlkraft dieses Leuchtturms und er weist den Medienfachleuten, er weist den Journalisten auch den Weg und auch zu den unzähligen Netzwerkevents hier in München ist es ein ganz wichtiger Nukleus und er stellt für viele Deutsche, und das sei mir erlaubt, darunter eben auch viele hochkarätige Produktionen aus Bayern in ein perfektes Licht. Ich will nur drei herausgreifen: Louis Trenker, Der schmale Grat der Wahrheit, Die Maßnahme oder Outside the Box. Das sind Filme, die auch vor unserer Filmförderung bereits bestanden haben. Und jetzt haben sie es wirklich auch verdient, die große Leinwand zu bekommen, die große Aufmerksamkeit auf der Leinwand. Als Filmstandort verfügt Bayern wirklich über ein sehr reichhaltiges Repertoire von wirklich bedeutenden TV-Sendern, über eben eine Vielzahl von Produktionsfirmen bis hin zu den besten Filmhochschulen und den Schauspielschulen Europas, behaupten wir auf alle Fälle, und nicht zuletzt einmaligen Drehorten und wunderbaren Kulissen. Es gehört auch zum selbstverständlich Bayerns als Kulturstaat, das zu unterstützen und das natürlich auch zu bewerben. Und ich lade wirklich jeden ein, der einen Film plant, kommen Sie nach Bayern, kommen Sie zu uns, welcome davon, heißt es so schön. Natürlich wissen wir auch, dass es hier um immer mehr auch internationale Arbeitsteilung geht in dieser Branche und deshalb war es uns auch wichtig, gerade bei den internationalen Co-Produktionen unsere Filmförderung auch aufzustocken und damit wollen wir auch hier einen deutlichen Akzent setzen und ich will auch noch etwas im Internationalen dazufügen, liebe Frau Jehn. Die Kooperation zwischen dem Filmfest München und dem Jerusalem Filmfest ist wirklich auch ein wichtiges Zeichen. Vor 50 Jahren haben unsere beiden Staaten diplomatische Beziehungen aufgenommen und dann kann man wirklich sagen, Völkerverständigung, Kulturaustausch und Brückenschlag, all das trifft es wirklich ganz genau und der Film und die Festivals schaffen hier Plattformen der Begegnungen. Und Frau Jehn hat es schon angesprochen, wir erweitern diese Plattformen auch mit der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, mit dem Museum Brandhorst und wir erklimmen die Bühne des Filmfests und feiern hier in die Warhol. Film und bildende Kunst gehen hier Hand in Hand und das ist auch ein wirklich weiteres Highlight des Filmfestes. Meine sehr geehrten
Damen und Herren, es wird ja oft viel über die Entwicklung der Medien gesprochen, ob linear oder digital, ob künftig nur noch alles gestreamt wird. Eines kann ich Ihnen mit Sicherheit versichern. Film ist etwas ganz anderes und Kino ist etwas ganz anderes. Es wird nie die neuesten Entwicklungen, die Leinwand, ersetzen. Sie kennen bestimmt auch das Zitat von John Nesbitt: Man geht nicht bloß ins Kino, um sich Filme anzusehen, man geht vielmehr ins Kino, um mit 200 oder mehr Menschen zu lachen oder auch zu weinen. Das versuchen Sie mal zu Hause, das wird nicht funktionieren. Sehr geehrte Damen und Herren, Kino ist lebendig, Kino ist wirklich die Königsdisziplin und dem Kino gehört die Zukunft. Und deshalb freue ich mich jetzt nicht nur auf den Eröffnungsfilm, sondern freue mich natürlich auf das Filmfest München 2015. Alles Gute, einen guten Verlauf, viele spannende und interessante Filme und alles Beste für Sie. Herzlichen Dank.